Hey, in dieser Übung wollen wir uns um eure Schultern kümmern. Wir beginnen mit einem kurzen Schultercheck. Ihr nehmt einfach wahr, wie sich eure Schultern jetzt in diesem Moment anfühlen. Also sind die eher angespannt, entspannt, hochgezogen, hängen die schlapp runter, ist die linke Seite höher als die rechte oder andersrum. Macht da eine kurze Bestandsaufnahme. Wenn ihr das getan habt, dann können wir damit beginnen, die Schultern in einer langsam fließenden Bewegung vorwärts zu kreisen. Achtet vor allem darauf, dass die Bewegung nicht nur nach oben vorne geht, sondern auch nach unten hinten. Und die Bewegung ist so groß, wie sie ist. Ihr könnt nach und nach versuchen, euren Bewegungsradius zu vergrößern. Wir können die Bewegung auch andersrum machen, nach hinten, gleiches System. Ihr könnt die Bewegung auch abwechselnd machen, vorwärts oder rückwärts. Achtet dabei darauf, den Atem nicht anzuhalten, euren Kiefer locker zu lassen, Zähne nicht aufeinander zu beißen. Ihr könnt den Mund auch ein bisschen geöffnet lassen, wenn ihr möchtet. Und achtet auch darauf, wie euer Atem auf diese Bewegung reagiert, die sich bis in den Brustkorb fortsetzt.